So, wie versprochen geht's weiter mit Paperboy 2. Und wir werden diesmal direkt mit der anderen Route beginnen. Wie geht das? Ich habe mich vorbereitet, ihr kennt das. 5738 muss ich eingeben. Ich wünschte, es wird. Ah, ich hätte vielleicht von der anderen Seite runterzählen sollen. Da wäre es ein bisschen schneller gegangen. Aber egal, wisst ihr. So viel Zeit muss sein, ganz ehrlich. Ihr kennt das. Ich bereite mich. Ach, jetzt habe ich. Hätte ich Schiss, ne, dass ich das. Oh, nicht schlecht hier, guckt. So, jetzt aber, komm. Das muss es richtig. Ja. Das ist richtig. Und ich freue mich auf die Middle Street oder Middle Road, denn die ist schon um einiges. Schwieriger. Das ist aber kein netter Anfang hier. Kommt das Baby sofort wieder? Nee. Oh, ist das gemein, ne? Das ist gemein. Ganz ehrlich. Dankeschön. Und getroffen. Nice. Kommt das Baby jetzt? Ah. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Oh, das ist. Das meine ich hier. Nice. Ist wirklich nicht so einfach hier. Ihr seht, das ist schon tricky. Jetzt einfach auf gut Glück. Oh, das war knapp. Oh, nice. Oh, ich muss, glaube ich, außen rumfahren. Jetzt aufpassen, dass da keine Möbelpacker sind. Die Poco-Packer. Nice. Bis jetzt alles getroffen. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt wollen wir mal kurz gucken. Das ist natürlich hier neu. Oh, dieses Kind müssen wir eigentlich aufhalten. Nice. Und den Punker hier. Den Sprayer. Nicht jeder Sprayer ist ein Punker. Ich nehme das zurück. Oh! alles im Lot hier. Alles im Lot. So. Hundi. Geht mal weiter. Du auch. Wer da lauert, ne? Spike. Was ist los? Ey, danke. Abartig, ey. Abartig gut. So. Und jetzt, den muss ich auf jeden Fall erwischen. Denn sonst könnte es ein böses Erwachen geben. Die Häuser sind auch nicht so einfach, aber gemeistert. Ihr kennt das ja schon von der Easy Road. Also, manche Sachen sind einfacher, als man denkt. Aber andere Sachen wie so ein erweisen sich doch dann als schwierig. So, das muss sein. Das, ganz ehrlich, das muss immer sein. Ach, jetzt kommt der erstmal hier, der Einbrecher, ne? Der Gangster. Oh, dafür hat er jetzt eine Gratis-Zeitung von mir bekommen. Egal. Nochmal so ein Kanon, so eine Burg halt, keine Ahnung. Oh, Baby, ich hab dich gerettet. Yes! Wie, noch so eine Kanonenburg? Das finde ich nicht gut. Finde ich nicht richtig. Oh! Oh, Möbelpacker! Und Helmut. Der fliegende Helmut. So, jetzt müssen wir kurz aufpassen, ob hier wieder seilchenspringende Blagen da sind. Aber sind sie nicht. Aber ich kann trotzdem ein bisschen. Boah, Nervenkitzel pur hier, ne? Ganz ehrlich. Aber es sieht so aus, als ob wir es geschafft hätten. Und wirklich auch jedes Haus haben wir, glaube ich, erwischt, ne? Wäre schon ein bisschen geil, ganz ehrlich. Das wäre, glaube ich, eine Premiere. Oh, ey, voll gut. Hey, ganz ehrlich, das Spiel. Es ist simpel, aber es macht wirklich Spaß ab und zu, ganz ehrlich. Ich meine, ich stelle mich auch nicht so blöd an, irgendwie. Oh, das ist aber jetzt blöd. Den wollte ich eigentlich auch noch erwischen. Oh! Was das hier eigentlich soll, weiß ich auch nicht. Dieses Rohr, was die Zeitung dann zurückschießt. Vor allem, weil die zurückgeschossene Zeitung auch gar nichts irgendwie bewirkt. So, hier lassen wir uns ein bisschen Zeit. So. Dann springen wir hier rüber. Um mal das ganze Publikum zu zeigen. Aber nach einer Weile wiederholt sich das, wie ihr seht. So, Perfect Delivery. Und ein Extra Life gibt's dafür. Cool, hä? Cool. So, Helmut. Na? Umweltverschmutzer werden von mir bestraft. Ganz ehrlich. Ja. Ja. Nice. Das war nicht gut. Und schon haben wir... Blödes Baby, ey. Kann es nicht auf sich auf... Oh, das ist aber auch gemein, ganz ehrlich. Oh, nee, ne? Ey, nee, jetzt einfach weiter. Treffen wir den Raben? Ja, den Raben treffen wir. Oh, Dalmatina. Oh, ey, nur Unsubscriber hier.
Wie bei meinem Kanal. Oh nein! Oh nein! Ey, auf dieser Straße habe ich jetzt wirklich alle verkackt, oder? Ganz ehrlich, das sieht nicht gut aus. Egal, nächstes Mal fahre ich auf der rechten. Wow! Ich darf nicht so schreien, ganz ehrlich. Was? Oh nee! Habe ich nicht erwischt, du? Nö, nö. Das haben wir anders eigentlich geplant. Oh, fucking Hund, ey. Mein Herz. Deswegen spiele ich auch nicht mehr so oft. Das verträgt mein Herz einfach nicht mehr. Oh, ich wusste, dass da Donatello rauskommt. So, hier verkacke ich aber nichts. Das ist ja hier so standardmäßig. Das kennen wir ja noch von der Easy Road. Außer diese Häuser. Diese Häuser sind neu. Oh, da ist er ja wieder. Ich helfe dir, Opa. Er hat sich nicht getraut, also habe ich ihm geholfen. Ganz einfach. Dann schauen wir hier links. Wenn man ein bisschen zu schnell. So, das ist aber auch hier ein Empfang, ne? Man kommt hier direkt auf die Straße. Und schon wird man von Kanonenkugeln attackiert. Akkatiert, ist auch nicht schlecht. So, rüber. Rüber und dann Bibi nicht retten. Das wäre auch zu einfach. Aber das erwischen wir. So, ich habe gleich echt einen easy Job am Anfang. Also beim nächsten Tag, denn ich habe alle Häuser, glaube ich, da verfehlt auf der ersten Etappe. Also muss ich da gleich gar nichts machen. Tschüss. Jo. Dann beeilen wir uns jetzt mal ein bisschen. Okay. Eins, zwei und rüber. Und wir fahren einfach mal hier durch. Ich meine, wir haben es eh nicht eigentlich auf den Highscore abgesehen. Eigentlich kann ich mich auch einfach hier fallen lassen, aber so viel Zeitungsjunge ist doch in mir übrig geblieben. Ich war ja wirklich mal Zeitungsjunge. War eigentlich ganz witzig. Also nicht für so Tageszeitungen, sondern für Magazine, die abonniert wurden von verschiedenen Haushalten. Und meine Fresse, das war schon ziemlich strange an manchen Stellen, denn manche Leute haben ja dann auch diese Pornomagazine bestellt. Und ich weiß noch, ein Junge, der Sohn, der war irgendwie keine Ahnung. Der war noch nicht mal 16 oder sowas. Da meinte so, ja, ich kenne das, ich nehme das für meinen Vater schon an, so bla bla bla. Dachte mir so, okay, ne? Ist halt seine Sache, ne? Ob die Familie das so toll findet. Aber naja. Ich würde nicht so unbedingt meinem Sohn sagen, hey, so, guck dir das an, was ich hier lese. Ja, eines Tages wirst du vielleicht auch mal diese Magazine lesen, weil du dann keinen abbekommst. Weil, keine Ahnung, welche Frau toleriert das denn? Dass ihr Ehemann solche Magazine liest, ganz ehrlich. Oder sie, ja, keine Ahnung, vielleicht kann sie es ihm halt nicht mehr besorgen, oder was weiß ich, und dann muss er halt dahin zu. Oh, ich wollte eigentlich auf die andere Seite zurückgreifen. Ja, das haben wir jetzt ein bisschen verkackt. Aber vielleicht treffen wir noch die Dame hier. Zack. Aber eigentlich habe ich auch Bock, den Clown hier eine. Ja. Oh nein, was mache ich? So, na egal. Das waren halt so Sachen und was weiß ich, was da für Magazine noch dabei waren. So, mein schöner Garten. Hör zu, TV-Spielfilm und was weiß ich halt, ne? War schon ganz witzig. Und am besten waren natürlich die Feiertage dann. Kann man immer Trinkgeld. Oder so als Geschenk halt, ne? Und dann so, ach ja, und dafür, dass du uns immer nett das Magazin hier uns bringst oder die Zeitung. War schon ganz cool. War ein cooler Nebenverdienst, als ich klein war. Also vor ein paar Monaten. Nee, war schon, also ich kann nicht nur jedem wärmstens empfehlen, diesen Job mal zu machen. Wenn man halt in diesem Alter ist. Ich meine, als Zeitungsjunge, wie alt ist man da? 12? 13? Ich habe das, glaube ich, mit 12 oder 13 gemacht. War cool. War auch eine hübsche Strecke, muss ich sagen. Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie durch ein Ghetto musste oder sowas, sondern das war wirklich so eine, ja, wie soll man sagen, eine kinderfreundliche und rentnerfreundliche Umgebung, sage ich mal. Es war jetzt nicht mitten in der Stadt, ein bisschen außerhalb.
Und ja, alle kannten mich. Und das Witzige, also ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Also man kriegt ja die ganzen Zeitungen und Magazine, die kriegt man ja erstmal zu sich nach Hause geschickt. Und dann habe ich die halt mitgenommen in Fahrrad und dann verteilt. Und sozusagen konnte ich auch alle Magazine erstmal lesen. Ne? Also das ist ja wohl klar. Dann habe ich halt immer diese, was weiß ich, Sportzeitungen habe ich halt gelesen und was war noch dabei? Den Stern und Spiegel und sowas. Ganz witzig. Was? Ich habe gleich keine Abonnenten mehr, ne? Das ist aber übel. Die Pornozeitung habe ich natürlich mir nie angeschaut. Nein, natürlich nicht. auch witzig, dass man sowieso dann die austeilen darf. Ich dachte immer, die wären ab 18. Sind die nicht ab 18? Oh! Sind die nicht ab 18? Dann finde ich es witzig, dass der Zeitungsjunge die aber trotzdem irgendwie halt so bekommt. Also, mich hat es nicht gestört, auf keinen Fall, aber nur mal so, irgendwie ein bisschen komisch alles. So. Ah, da waren sie, die Poco-Mitarbeiter des Monats. Ah, ich wollte ja auf die andere Seite. Egal. Hier. Ich war zwar schon beim letzten Mal auf der anderen Seite, aber ich wollte eigentlich noch gucken, was als erstes da auf einen zukommt. Wenn man sofort auf die rechte Seite geht. Komm, wir gehen einfach weiter. Ich meine. Oh! Die Glaser! Damit habe ich ja gar nicht mehr gerechnet. Voll vergessen. Aber so schlecht mache ich mich gerade gar nicht. Ne, irgendwie, das ist alles sogar sehr gut. Also. Oh, den habe ich auch vergessen. Da muss ich echt. Jetzt habe ich ihn nicht getroffen, ne? Das muss ich echt denken, wenn ich auch die Hard Street irgendwann mache. Also da kommen ja dann alle Teile. Dass da dieser Skateboarder auch noch kommt. Der Assi. So, komm, ein B will ich jetzt nochmal erwischen. Dankeschön. Bist ja bei der Easy Road noch ganz locker flockig Blind Shots abgegeben. Und jetzt auf einmal alle verfehlen. Das geht ja auch irgendwie nicht klar. Nice! Habe ich jetzt alle erwischt oder habe ich wieder irgendjemanden verfehlt? Egal, wir werden es ja gleich sehen. Welchen Tag haben wir eigentlich? Das weiß ich auch nicht. Aber egal. Wir zeigen es ihnen allen. Wie der Sound manchmal abspackt. Ne? Ihr hört das ja zum Glück nicht so sehr in der Aufnahme dann. In der fertigen. Aber ich, wenn ich das spiele, ey, dann. Boah, es geht manchmal richtig in die Ohren, ganz ehrlich. So. Hier, den nehmen wir nicht mit. Jo! Schade. Ja, ich meine, diese Farbe von den Strohballen, die geht ja auch perfekt über in den auf die Farbe des Bodens. Also, so, Resubscriber. Dann haben wir wieder vier. Ja, jeder hat mal klein angefangen, ne? Oh, wir haben schon Freitag! Wir haben schon Freitag! Übel! Aber hier können wir einfach durchfahren, habe ich das Gefühl. Denn hier können wir eh nicht irgendwie eine Zeitung abliefern. Können wir es ein bisschen beschleunigen. Und juhu! Und er überholt mich auf der Zielgeraden. Nein, macht er nicht. So. Zack. Und. Ah, ich werde alt. Na komm hier. Nee, irgendwie. Ah, jetzt gehen wir aber auf die rechte Seite, auch wenn jetzt ein Auto hier kommt. Ach, hier ist gar nichts mehr. Nur noch ein Riesenrad. Na, hat sich nicht gelohnt. Egal. Habe ich nur nicht mal. Ey, dieser Clown, ne? Er regt mich auf. Ja, Dog Patrol, ihr könnt mich mal. Hab mich früher oft genug erwischt. Dog hier, the man. Und da! Oh ne, das schaffe ich nicht mehr. Oh shit. Wieder nicht an die Glaser gedacht. Ich fasse es nicht. Die sind aber auch mies. Oh ne, wie soll ich denn. Nice. Ich hab nichts gesagt. Jetzt kommt wieder Skateboarder. Nee. Tschüss. So, wo ist der Gangster? Da ist er. Hüa. Düdüt. Bidip. Bidip. Okay. Ja, wir haben dich erwischt. Oh, oh. Ach komm, ihr könnt mich.
Ihr kennt mich. Wer baut denn so ein Haus, wo der Zeitungsjunge die Zeitung nicht abliefern kann? Das gibt's doch gar nicht. Ihr hört auf. Ja, vorsichtig. Shane, 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 Shane. Die sind keine Baseballspieler, doch sind sie, aber sind mir egal. Dann sind wir gleich bei Samstag, oder was? Ja, krasse Scheiße. Wenn ich damit gerechnet, dass ich hier so gut abschneide. Also besser als bei der Easy Road, habe ich das Gefühl. Yo, yo, yo. Und zack, und zack. Oh, jetzt geht's auch ab, ne? Ganz ehrlich, jeder Schuss ein Treffer hier. Okay, der nicht. Aber die. Die sind ja auch wichtiger. Da schaffe ich nur einen. Ja, ja, das ist recht ordentlich hier, dieser Kurs hier, den ich gerade bestreite. Ja. Ich bin sehr zufrieden. Ja, und ich muss halt jetzt warten, bis die Punkte da fertig. Kann ich nicht irgendwie? Nein, kann ich nicht. Ja, und sonst so? Alles klar bei euch? Okay. Oh, noch drei, ey. Nur noch drei Leute. Egal, ey. Eigentlich könnte man, ganz ehrlich, man könnte theoretisch auf Risiko gehen und nur einen übrig lassen. Und dann einfach immer, einfach durchfahren. Aufpassen, dass der Geist einen nicht erwischt, aber ach, das wird er schon nicht. Ach, Mann, schade. Ich mag ihn eigentlich. Hilfe! Oh oh. Ich muss aufpassen ein bisschen. Nicht immer hier den Schlendern rauslassen. Lauslassen. Lauslassen. Ferkel, lauf! Nein. Nein! Was ist denn in der Mitte? In der Mitte haben wir noch nicht nachgeschaut. Was haben wir denn in der Mitte? Hier, zack, zack. Ah, Paperboy hier. Eine Paperboy-Statue. Der Clown ist auch geil. Also, Hilfe! Vorsicht! Boah, wie er mich angefallen hat. Spike, ey. Ey, wie ich einfach noch drei Leben habe, ne? Ganz ehrlich. Ich glaube, ich werde jetzt. Oh! Oh, guckt euch den Geist an! Er ist verrückt geworden! Wow! Das wollte ich auf jeden Fall nochmal. Wow! Was ist das für ein Maschinengewehr, Gargoyle? Na gut. Na gut. Das ist der Skater. Haha, den habe ich neu erwischt. Zack. Oh, nice, ey. Ach Gott. Yo! Shane, Shane, Shane. Jetzt fahren wir einfach durch, kommt. Ich meine, wenn ich jetzt die Woche überlebe, dann starte ich eh die Hardcore und da wollte ich eigentlich nochmal ein extra Video zu machen, also. Ich wollte einfach nur beweisen, dass ich das wirklich auch so schaffen könnte, wenn ich mich wirklich bemühen würde, aber was soll's. Ach, jetzt habe ich es ja doch gemacht. Naja, einen Tag muss ich eh noch machen, oder? Sunday? Fehlt nicht Sunday noch? Ich versuche nochmal so eine geile Sonde zu machen. Zack, zack. Ja, schon verkackt. Na gut, dann beeilen wir uns. Fahren hier mal eine andere Sonde. Wie wär's damit? Ja, wir fahren einfach mal hier entlang. Ist ja auch ganz schön, ne? Ja, 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 ja. Ja, dann fahren wir trotzdem hier entlang, weil wir es können. Und dann fahren wir einfach mal gegen diese Pappwand. Nice. Oh, zwei habe ich verfehlt. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Boy says breakaway baby. Fahr. Aber ich glaube, hier kommt auch irgendwann mal so ein Carbs. Wir gucken einfach mal nach. Ich habe es ewig nicht mehr gemacht. Oh, Hilfe. Putz. Ja, kommt. Ich habe es ein bisschen extra gemacht. Aber ich denke mal, dass man das auch gemerkt hat. So, bis Sonntag habe ich es geschafft und dann sehen wir uns nächstes Mal bei der Hard Road wieder. Bis dann.